Halten Sie auf! Lasst sie nicht in das Archiv! Ja, Meisterin Ganda! Das ist unser Zuhause! Verteidigt das Archiv! In Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Ihre Schiffen sind umgeschaltet. Hast du Cal gesehen? Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Das sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Zerstören!
deiner Aufmerksamkeit. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. Ich bin an deiner Seite, Ziel. Du kannst nicht in die Glocke. Tora, das Ding ist da! Leider hat sie das schwach. Das hält sie erstmal auf. Meisterin Janda, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Sie versuchen, das Hangartor von innen zu öffnen. Maren, kannst du... Natürlich. Viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Ganz ruhig. Haltet eure Position. Versucht nicht zu fliehen. Sie öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Gefahr nähert sich. Ich kriege dich. Sie werden direkt hinter dir sein. Sie mich? Sehr. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Wir sind da drauf. Sie haben das Tor überwunden. Drängt sie zurück. Meine Waffe fallen. Zwei Schüsse nach unten. Ich kriege dich. Ich fühle mich nicht besonders. Schaut auf euch auf. Kämpfe weiter! Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Mach dich kampfbereit. Ja! Du unterschätzt uns nicht. Solange überlegen! Ja, ein Lichtschwert kann nur eines benutzen. Weiter, weiter! Lass deine Waffe fallen. Wir schaffen das. Die Feinde sind näher.
sie stoppen! Lass uns kämpfen, Pussy! Wir lassen uns nicht vernichten! Sie kommen! Jetzt gilt es! Sie sind hier! Ich kann sie aufhalten! Sie werden den Hangar... Genug! Für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, doch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hierbleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sia. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Ich hoffe, Kerl ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Jetzt. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Darauf habe ich gewartet. Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Thank you.
geworden? Nein. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen.
Und sind Sie sicher? Ja, ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist! Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Cowboy erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova Garen-System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Riskieren wir es? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Startbereit. Haben Kurs auf das Nova Garon-System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seer, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Wir sind da, Kerl. Ich kann einfach nicht aufhören, an Seer zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris.
Ja, mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Viel Glück da unten, Kerl. Sei vorsichtig. Wir haben genug verloren, okay? Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Ich beschütze die Mantis. Sei vorsichtig. Weit so gut. Und, was hast du gefunden? Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine... Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt das nicht. Die FVK scheint okay zu sein, aber die Außenbereichsüberwachung ist offline. Was geht hier vor? Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert.
Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bogdan hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Das ist Bouts Jäger. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Landeplattform umgeleitet. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbelandeplattform. Der wird für eine umfassende Untersuchung durch auf weiteres auf der Zähre Landeplattform umgeleitet. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Landeplattform umgeleitet. Der wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weitere Zielbelandeplattform Landeplattform umgeleitet. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf tertiäre Landeplattform umgeleitet. Untersuchung bis auf der Landeplattform umgeleitet.
Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf tertiäre Landeplattform umgeleitet. Wie sie das gemacht haben. Denn Vic zieht neuerdings alle Register. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Budget wird immer der gesamte Verkehr. Wenn du mich fragst, ist die Inquisition die Kredits nicht wert. Die Bilanz der ISB ist wesentlich besser. Relikte, das ist es, was sie sind. Und desto schneller die Autoritäten diese Tatsache anerkennen. Überwachungsstellung des Gegners. Und jetzt lang! Okay, sie kriegen das hin. Dann alle mal so den Angreifen. Ah, eine heraus. Gehen wir, BD. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars steht. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bord dann hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Die
Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weitere Landeplattformen Landeplattform umgeleitet. Gemacht. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf tertiäre Landeplattform umgeleitet. Noch kein Alarm. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf tertiäre Landeplattform umgeleitet. Keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben. Der Tick zieht neuerdings alle Register. Ein Einsatz! Vorsicht! Er ist tödlich! Das wirst du nicht im... Erheblicher Treffer bestätigt. Ein abgewehrt. Schaden erlitten. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheit. Trefft ihn doch endlich! Untersuchung wird auf weiteres auf der Szene Landeplattform umgeleitet. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Und, was hast du gefunden? Auslöschungstruppler auf dieser Basis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lord Vader und die Inquisition müssen... Terminal. Vielleicht ist Bord in der Datenbank. Bord ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey, hab ich dich, Jedi! Die Systeme fallen aus.
Hier rüber, BD. Dein Auftritt, BD. Hier spricht Commander Dent. Ich möchte hiermit als Erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner sind zahlreich, aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir siegen. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Ich muss einen anderen Weg finden. Hast du was gefunden?
Der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt ihn zu mir. Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Die Steuerung muss woanders sein. Position des Gegners ausgemacht. Kampf zurück. Zentralkommando.
Laserschranken sind aus.